Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Diablo 4 und heute geht's ums Leveln, Leveln, Leveln. Und zwar 0 bis 60, genau darum geht es, oder besser gesagt 1 bis 60 natürlich. Direkt nach der Geburt des Charakters können wir 60 werden und es gibt da draußen auch mehr als genug Videos, die euch erzählen, das macht ihr in 10 Sekunden, das macht ihr in 20 Minuten, das macht ihr in 10 Minuten, je nachdem, was gerade geiler aussieht auf dem Thumbnail. Und wir reden heute mal lieber über Fakten statt über Wünsche und Träume, denke ich mal, denn so richtig hinhauen tut das Ganze natürlich nicht. Ein bisschen mehr Arbeit muss man investieren, nicht so viel mehr. Nicht so viel mehr, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, aber es ist schon sehr, sehr schnell zu bewerkstelligen. 20 Minuten halte ich wirklich für mehr als fragwürdig, aber es geht auch in einer Sekunde, ne? Wenn ich mir das so überlege, ihr habt als Vorbedingung, braucht ihr einen Charakter, der Level 59 hat und nur noch einen Mob braucht, um auf 60 zu springen. Dann haut ihr einen Mob um, innerhalb von einer Sekunde und bam, Level 60. So einfach kann es gehen und so schnell Level 60 solo in einer Sekunde auf dem Thumbnail. Sieht bestimmt super aus, glaubt mir aber keine Sau. Und darüber reden wir heute, was das Beste ist, wie ihr euren Charakter oder besser gesagt halt euren Zweitcharakter, dritt, viert, fünf, wie auch immer, auf 60 pusht. Und das Ganze machen wir nach einer kleinen, kurzen Werbeunterbrechung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boost für Diablo 4, checke einfach MMOXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Es gibt Möglichkeiten, um das Ganze zu machen. Spielt ihr auf der Konsole? Ich gehe von aus, dass die meisten Leute, die hier zuschauen, Konsole spielen, deswegen ist das mein erstes Thema. Ihr seht es hier, ich bin momentan aktuell mit 2 Accounts eingeloggt. Das heißt, eine Konsole, Splitscreen-Betrieb ist möglich. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, einfach einen zweiten Charakter mitzuziehen. Ihr macht euch einen zweiten PlayStation-Account, also muss auch ein PSN-Account sein, startet mit diesem Diablo, dann wird dieser mit dem Battle.net verknüpft. So kann ich mich auf alle Fälle dunkel erinnern, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein und auch nicht Sinn dieses Videos, wie man einen zweiten Account erstellt. Sobald ihr dann diesen zweiten Charakter habt, könnt ihr mit dem auf alle Fälle sofort Grube laufen. Das bedeutet, ihr seid der Hauptcharakter. Lasst den zweiten einfach den Controller ja irgendwie in der Nähe liegen, damit ihr vielleicht notfalls mal einen Heiltrank einwerfen könnt. Zum Anfang ist das noch relativ wenig. So, die Videos gehen davon aus, immer die ich so gesehen habe, also ihr lauft am Pit 65, bleibt am Eingang stehen. Geht schon mal im Splitscreen nicht am Eingang stehen bleiben. Nee, wir sind immer mit in der Action drin. Das bedeutet, dass wir auch sterben. Und deswegen läuft keine Pit 65, ich habe es mit Pit 30 gemacht. Mein Charakter, Pit Stufe 30, habe dann versucht, so gut wie möglich den Charakter, der automatisch hinterhergezogen wird, am Leben zu halten, weil natürlich auch Zeit vom Timer heruntergeht, wenn der Charakter zu oft stirbt und ist er tot, kriegt er keine Erfahrungspunkte. Ganz wichtig für euch, ne? Der tote Charakter ist nicht selbstverständlich, erhält keinerlei Erfahrungspunkte, deswegen muss der schon aufgehoben werden, damit sich das Ganze lohnt. Sobald er die Ebene wechselt, sprich Portal geht auf, wird er automatisch wiederbelebt, ganz genauso dann zum Portal vom Bosskampf. Das ist also schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu machen. Hier ist es sehr stark abhängig davon, ja, was euer zweiter Charakter ist, wie euer Hauptcharakter ist, wie gut der das cleart, wie gut der sozusagen halt ja wirklich alles um den kleinen Charakter herum ja clearen kann oder ihm helfen kann. Sobald ja euer Zweitcharakter Schaden bekommt, solltet ihr es auch anlassen, dass dann ruhig der Controller vibriert. Wenn der Controller vibriert, hört ihr das auf dem Tisch oder wo auch immer, bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann versuche ich kurz R1 zu hämmern, L1 natürlich zu hämmern, zum Trinken von Heiltränken und hoffe, ihn am Leben zu halten. Denn wie gesagt, jeder Tod kostet mich dann Zeit vom Timer in der Pit. Und es ist ganz wichtig, die Pit zu schaffen, weil der Boss massiv Erfahrungspunkte gibt. Bedeutet für euch, stirbt Charakter 2 zu oft, lasst ihn tot liegen. Wie gesagt, der kriegt ja keine Erfahrungspunkte, aber ihr könnt die Pit wenigstens abschließen, nicht, dass euch da die Zeit ausläuft und ihr die Boss-EP auf alle Fälle mitkommt. Lasst den toten Charakter, bis ihr ja
das Portal zum Boss habt. Und sobald ihr durch das Portal vom Boss geht, wird der zweite Charakter eh aufgehoben. Und dann macht ihr so schnell wie möglich den Boss. Wird der zweite Charakter aktiv gespielt von Freund, Freundin, Mutter, Oma, Opa, wie auch immer, vielleicht auch der dressierte Hund, dann könnt ihr natürlich versuchen, dass dieser ja einigermaßen klug spielt und sich aus allem Scheiß raushält und er wird aber trotzdem öfter sterben. Hängt auch davon ab, wie viel Zeit ihr investiert in diesen zweiten Charakter. Da werden dann diese 20 Minuten schon wieder schwachsinnig. Ihr solltet schon so ein bisschen vielleicht Skillpunkte in Leben und Rüstung, je nach Charakter, wie gesagt, packen. Ihr solltet natürlich zusehen, immer wieder so ein bisschen Rüstung anzuziehen und auch die Heiltränke abzugraden, damit es auch lohnt, diese zu trinken. Ne? Mit so einem Level 1 Heiltrank, da braucht ihr dann auch die Taste nicht nutzen. Ne? Da ist er sowieso down. Der Schaden ist ja meist so massiv, dass das wirklich ganz flott geht. Das ist aber auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Methode. Ich habe so ein bisschen davon im Hintergrund eingespielt hier. Da seht ihr hier zum Beispiel das erste Mal der Grubenabschluss auf Stufe 30, also Grubenstufe 30, hat den Charakter auf 35 gebracht. Dann haut ihr noch so 6, 7 bis 8 Runs hinten dran und dann ist er 60 und könnt genau gleich mit Paragon weitermachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ein paar Glyphen droppen auch nicht allzu viele, da könnte man dann vielleicht in die Heldheit rübergehen mit dem Charakter mal kurz. Aber so habt ihr wirklich ganz schnell einen hochgezogen. Hat dieser Charakter, also wollt ihr damit mehr machen, die Kampagne noch nicht gespielt, dann müsst ihr natürlich, also wenn ich beginne mal vorne, ihr beginnt das erst mit eurem Charakter, ihr dürft nicht reumütig auswählen. Wenn ihr dann aber halt die Kampagne schon mal gespielt habt und ihr geht mit dem Charakter ins Spiel hinein, wird euch sofort reumütig angeboten. Ihr könnt ja den ersten Charakter von diesem zweiten Account, der die Kampagne noch nicht gespielt hat, seid ihr gezwungen, die Kampagne zu spielen. Dauert, weiß nicht, 4-5 Stündchen, denke ich mal, über den Daumen, weil ihr moscht das auch alles durch mit eurem Hauptcharakter, macht halt dann auf dem zweiten Charakter, braucht ihr den Controller fast nie anfassen, ihr braucht ihn wirklich fast nie anfassen, ihr könnt alle Wege automatisch mit eurem Charakter gehen, der andere wird hinterhergezogen. Das ist die erste Methode, also wie gesagt, da könnt ihr das freischalten, dass ihr die Kampagne durchspielt, dann Grube Stufe 20, dann kann auch der andere Charakter auf Qual 1 rüber und dann ganz wichtig, auch eine Sache, die halt immer wieder gesagt wird in den Videos, haut euch Opale in den Kopf. Ja, 15% Erfahrungspunkte, wenn ihr einen Season-Charakter macht, aber ihr müsst dann dafür auch mal den Reichwandler besiegen oder Ruf bei der Fraktion momentan aktuell machen. Dort gibt es ja auch als Belohnung öfter mal Opale, aber halt auch das kostet wieder Zeit. Ne? Ihr müsst so einen scheiß Reichwandler machen, der kostet sogar viel Zeit. Aber nur dann habt ihr auch den Ruf natürlich freigeschaltet. Ne? Also deswegen, die Seasonal Quest müsst ihr auf jeden Fall auch machen, damit sich das Ganze lohnt, den Charakter auf 60 zu bringen. Also, wieder, mit 20 Minuten wird das wahnsinnig eng. Wahnsinnig eng. Eine weitere Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln, um den zweiten Charakter hochzubringen, war gewesen oder ist immer noch die Möglichkeit hier, wir sind momentan am Flüsterbaum, und zwar, dass euer Hauptcharakter den Flüsterbaum abschließt, die 10 Flüster macht, die Truhe, die es als Belohnung gibt, dann in die Truhe hineinzupacken. Ihr nehmt die mit dem zweiten Charakter raus. Jetzt habe ich schon auf Reddit geschaut, es gibt immer wieder Sachen, ja, es würde gehen, dann sagen wieder die einen, ja, ich nehme 4 Kisten, 3 gehen, eine geht nicht oder auch umgekehrt. Also das mit den Kisten ist sehr, sehr, ja, vage, falls es nicht sogar komplett gefixt wurde. Also guckt da nicht irgendwie so ein Schmarrn irgendwie und farmt euch jetzt 20, 30, 40 Kisten mit einem anderen Charakter zusammen. Das dauert auf alle Fälle seine Zeit. Nicht ewig, aber es dauert auf alle Fälle seine Zeit. Kann man ja in der Heldheit relativ flott machen oder so, aber ich finde, es dauert dann, oder meinetwegen auch mit Nightmare Dungeons oder sonst was, aber es dauert in der Regel, naja gut, Nightmare sind die Dungeons dann auch nicht, sondern halt die ausgewiesenen Flüster-Dungeons kann man machen. Würde ich nicht tun, würde ich auf gar keinen Fall tun. Klar heißt es dann, oh ja, hier, guck mal, du machst nur 5 Kisten auf oder 8 Kisten oder irgendeinen Schmarrn und bist Level 60, ja, farm dann erstmal 80 Flüster beisammen, da ist es bequemer, in die Pit mit reinzugehen. Wie gesagt, wenn der Charakter hinterhergezogen wird, dann ein bisschen Piano, dann sind es 8, 9 Runs über den Daumen. Ich habe sie leider nicht ganz genau mitgezählt. Habt ihr jemanden, der das auf 60 rennt, 60, 65 rennt und ihr könnt am Eingang stehen bleiben, dann sind das 4, 5 Runs und ihr seid 60. Also, die Pit ist euer Experience-Garant. So kann man es auf alle Fälle nennen.
Und das war's von mir. Ne? So levelt ihr am besten von 1 bis 60 und zwar wirklich reell und auch nicht in 20 Minuten, weil, wie gesagt, ein bisschen Kram müsst ihr mitnehmen. Wenn ihr natürlich wirklich, wie gesagt, am Eingang steht, dann kriegt man es auch in 20 Minuten hin. Wenn man den anderen die Arbeit machen lässt und nur vorne rumdümpelt, dann haut das mit den 20 Minuten auch wirklich hin, natürlich. Aber ich sage mal, im realen Leben, wenn man so ein bisschen mitläuft und dann ein paar Mal umfällt, dann kostet das schon ein bisschen Zeit und diese Zeit wird einem ja anscheinend immer ungern verraten. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß im Leveln in Diablo 4 und natürlich mit allem anderen. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.